Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Bierjanka. Und heute werden wir etwas probieren, sprich ein herzliches Willkommen bei Bierjanka probiert. Ja, die Weihnachtszeit fängt so langsam an und ich habe mir überlegt, die Weihnachtsmärkte öffnen und ja, steigen einem so die Weihnachtsdüfte in die Nase, man bäckt zu Hause vielleicht Plätzchen oder trifft sich zu einer Glühweinparty. Und mir ist aufgefallen, dass es unwahrscheinlich viele, viele, viele Glühweinsorten gibt. Ja, und was habe ich mir da gedacht? Wir starten einfach mal die neue Bierjanka Probiert-Reihe. Glühwein testen. Wir werden heute zusammen den deutschen Winzerglühwein aus Rotwein hergestellt testen. So sieht diese Flasche aus. Ich persönlich jetzt vom Optischen dieser Flasche her finde es schon ganz, ganz super, dass es eine Bügelflasche ist. Man kann sie danach super weiterverwerten, man kann sie als Blumenvasen nehmen, man kann selber Öle mit einlegen oder auch, so wie ich es ja gerne mache, Likör reinmachen. Ja, den werden wir testen. Ich öffne jetzt mal diese Flasche. Achtung. Blub, hat sie gemacht. Ja. Er riecht ganz leicht zart nach typischem Rotwein. Nach halbtrockenem Rotwein. Also da ist jetzt nichts viel an Gewürzen rauszuriechen. Es steht auch drauf, der Geschmack typischer Wintergewürze kennzeichnet die Aromenvielfalt dieses Bestmoments Winzerglühweins. Um den tollen Geschmack zu erhalten, den Glühwein gut erhitzen, nicht kochen. Enthält Sulfate. Er hat 11%, 11 Volumenprozent. Um euch das mal ein bisschen anschaulicher zu machen, auch vielleicht von der Farbe her, kippen wir das jetzt einmal hier in ein Glas. Ja, also ich muss wirklich sagen, Gewürze rieche ich nichts raus. Er riecht einfach typisch nach leichtem Rotwein. Ich zeige euch nochmal die Farbe. Ja, das kippen wir jetzt mal um in unser Glühweintässchen. Das werde ich jetzt einmal heiß machen gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder zurück. Der Glühwein ist aufgewärmt. Jetzt, wo er warm ist, riecht er leicht würzig. Probieren wir mal. Geprost. Heiß. Er hat einen ganz kleinen, leichten, säuerlichen Geschmack. Ein bisschen Gewürznelke schmeckt man raus. Ja, also er hat wirklich einen würzigen Geschmack. Er ist ganz leicht im Abgang, nicht bitter. Recht herb, ist in keinster Art und Weise süß oder fruchtig, das kann man jetzt nicht sagen. Ja, angenehm zu trinken. Wer das jetzt mag, kann sich natürlich noch einen Schuss Amaretto reinmachen, dann wird das ein bisschen süßer. Er hat so ein bisschen im Nachgang, wirkt er sehr trocken, so ein bisschen, ja, staubig so ein bisschen ist er im Abgang, muss ich sagen. Also wer einen herben Glühwein mag, der nicht süß ist und nicht doll fruchtig, kann man empfehlen. Ich habe die Flasche jetzt im Angebot gekauft. Da hat sie 2,99 € gekostet. Ist so um und bei, ich sag mal, für günstige Glühweine, so der Standardpreis. Hier in der Flasche sind 0,75 Liter drin. Wie gesagt, optisch hat mich das Design schon völlig überzeugt, überhaupt die Flasche zu kaufen. Ja, ich würde sagen, ich lasse mir jetzt den Rest Glühwein hier in meiner Tasse schmecken. Hoffe, euch hat das Format neu gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal unterschreiben, ob ihr diesen Glühwein kennt. Und ich würde sagen,
bis zur nächsten Glühweintasse, die wir uns zusammen gönnen. Knutscher, eure Pietschanka.